Also wir dürfen uns jeden Tag nochmal hier den Quatsch da angucken, was wir machen dürfen. Und ja, wir haben den Rettungsmission Tag 3. Geil! Aber dann kommt mir wieder die Frage auf, wie viele Tage haben wir? In Pikmin 3 Deluxe waren es, glaube ich, 5 Tage. Wie ist es hier? Bilde ich mir das ein oder ist Ochin über Nacht wirklich ein ganzes Stück gewachsen? LOL! Okay. Das ist für Hunde seiner Rasse normal. Es bedeutet, dass er jetzt ausgewachsen ist und voll ausgelastet werden kann. Ui. Yes, wir können auf ihn raufsteigen und über Wasser laufen. Pikmin tollen ja heute ganz unbeschwert herum. Ja, sie sind gehypt, genau wie ich. Ich glaube, sie wissen, dass Ochin auf sie aufpasst. Immerhin ist er jetzt erwachsen. Es freut mich jedenfalls, dass sie sich so gut verstehen. Ja, und mich, dass ich natürlich noch mehr mit ihm Blödsinn treiben kann. Ja, ein weiterer Vorteil von Ochins Wachstumsschub ist, dass er jetzt auch für Missionen Motivation sammelt. Okay. Mit dem richtigen Training ermöglicht sie ihn neue Fähigkeiten zu lernen, die er bei unseren Einsätzen gut gebrauchen kann. Also die Upgrades. Sieh nur an, wie motiviert er gerade wirkt. Das klingt mir sehr motiviert. Rettungscrew auf eure Station, bitte. Verstanden. Ich erkläre die Strategiebesprechung für eröffnet. Das Wichtigste zuerst. Russ, bitte bring uns auf den neuesten Stand bezüglich der Verbesserung an der Beagle. Mit dem größten Vergnügen, Anführerin Shepherd. Diese Verbesserungen sind nämlich abgeschlossen. Okay. Diese Stimmen, ey. Lol. Aber gut, in Pikmin 3 waren es ja auch seltsame Sprachausgaben. Ich glaube, das war so eine veränderte Form von Japanisch oder was das war. Klang auf jeden Fall ziemlich strange. Pikmin 1 und 2 gab es ja gar keine Sprachausgabe. Aber gut, ist eine andere Geschichte. Ist ja ihre eigene Sprache so gesehen. Die Beagle verfügt nun über die Fähigkeit, gesammeltes Rohmaterial in vielseitig einsetzbaren Ton umzuwandeln. Mit dieser neuen Funktion ist es nun kein Problem mehr, Objekte direkt vor Ort zu bauen. Cool! I'm fucking hyped. So gut, ich weiß, sehr gut, ich weiß noch, wie wir diese Funktion nutzen werden, aber das war ausgezeichnete Arbeit. Eine Sache noch. Wenn ihr mit Rohmaterial bringt, kann ich mein Labor praktische neue Hilfsmittel und Items herstellen. Zweifelsohne werden sie bei unseren Einsätzen von großem Nutzen sein. Boah, man kann ja fucking viel mit den Dingern machen. Also das heißt auf jeden Fall, sehr viel davon zu sammeln. Wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Ah, dann sollten wir uns also nicht nur Schätze sammeln, sondern auch Rohmaterial. Vorher haben wir auch unsere vermissten Kollegen. Wir verlassen uns auf euch, Noftin und Ochin. Ah, es gibt da etwas, das ich später mit euch besprechen möchte. Es geht dabei um Ochins Training. Die Strategiebesprechung sind wir beendet. Verstanden. Das können wir uns den ganzen Tag anhören. Verstanden. Boah, das ist doch mal. Das ist doch. So sieht er auch in den Trailern aus. Okay, nice. Also, der war jetzt nur am Anfang so klein. So, dann würde ich sagen, nehmen wir wieder unsere. Ja, gut, von den Eispicken haben wir bislang nur 10. What the fuck? Warum haben wir nur 10? Ich habe die doch vermehrt. Warte mal. Ich mache das jetzt mal kurz. Jetzt haben wir ja erstmal noch keine Zeit. Ich probiere das jetzt erstmal aus. Jetzt zeigt er mir rot an. Warum vermehrt er dann die roten Pikmin? Ich möchte die Eis-Pikmin vermehren. Oder kann ich die nur in Höhlen vermehren? Das war ja auch noch so eine komische Geschichte. Haben die Eis-Pikmin eine eigene Zwiebel? Wir haben ja damit keine Farbe freigeschaltet. Wir haben immer noch nur die rote. Das heißt, die Eis-Pikmin haben nicht ihre eigene Zwiebel, sondern ich kann sie nur wie die Lilan und Weißen aus Pikmin 2 in Höhlen vermehren. Das macht das natürlich schwieriger. Das heißt, ich kann jetzt erstmal nur die Roten vermehren und die anderen werden schwieriger. Eieiei. Naja, ich weiß ja nicht so ganz, was ich davon halte. Aber gut, ich würde mal sagen, nachdem ich jetzt ein bisschen wieder ein paar Pikmin ver... Ja, du kannst weiter spielen. Verbessert, vermehrt habe, kann ich jetzt mal kurz mit ihm sprechen. Erlauben wir mich erneut vorzustellen. Mein Name ist Rust. Ich bin sozusagen das Gehirn dieser Mission zur Rettungscrew. Aus deinen Rohmaterialien sowie meinen handgefertigten Komponenten kann ich diverse Items zu Hilfsmittel anfertigen. Okay. Ich kann mit Stolz sagen, dass meine Erfindungen unübertroffen sind. Meine zweite Vorname ist Perfektion. Okay. Im Austausch gegen Rohmaterialien erhältst du von mir Hilfsmittel. So leitest du auch
Solltest auch du da einen Beitrag zu meiner Forschungsarbeit. Gelegentlich geben mir allerdings die Komponenten aus. Geschieht dir dies, besuche das Labor einfach Lebensmittelmission. Erkundungsdrohne. Es empfiehlt sich, das Gelände aus jedem Winkel zu erkunden. Mit dieser Drohne behältst du den Überblick. Ah, okay, ich kann also mir schon mal die Area, die ist oben, die Zeit mal einen Überblick über das Gebiet verschaffen. Okay. Aussendehorn. Ah, das ist das Ausschwärmen. Das braucht jetzt ein Item, um das es funktioniert? Oder schalte ich das dann immer frei? Das schalte ich doch dann für immer frei. Das muss ich mir jedes Mal holen, sondern das schalte ich das mit einmal frei. Dann kann ich meine Pikmin ausschwärmen quasi. Das braucht jetzt ein eigenes Upgrade. Pikmin 3 ging das für immer. Frostschutz. Ja, dann kann ich Eis widerstehen, ja. Normalerweise würde ich eingefroren werden, aber mit dem kann ich dem widerstehen. Und Frostschutz für Otschin. Ja, das ist dann so ein Halsband. Okay, dafür brauche ich aber 100. Das kann ich noch nicht machen. Ich würde mal sagen, wir holen uns erstmal das Aussendehorn. Das ist jetzt erstmal wichtig. Und ja, Frostschutz brauche ich eigentlich noch nicht. Ich kann eigentlich noch gut ausweichen. Deshalb nehme ich jetzt erstmal die... Oder warte mal, es gibt Items technisch Knusperknochen. Heilt Otschin sofort, wenn er verletzt ist. Gibt ihm den Knochen, wenn er unverletzt ist, um kurzzeitig seine KP zu erhöhen. Notfallkit. Dieses lebensrettende Item schützt vor einem K.O. Ah, okay, das ist so ein, wir haben ja unsere eigene Lebensanzeige, wie schon in Pikmin 1, seit Pikmin 1. Und es ist quasi wie eine Fee in Zelda, so wie ich das verstehe. Wenn ich sterben würde, dann werde ich wiederbelebt. Und sogar voll, wie ich das sehe. Halte ich so niedrige KP und halte ich automatisch, genau. Wie gesagt, es ist wie eine Fee in Zelda, okay? Es sind aber noch Prototypen, steht zumindest da. Und hier ist es genauso, oder? Sieht ja ganz interessant aus, aber wie? Leckere Knabberei, die Otschis KP wiederherstellt. Gib ihm viele davon und kraul ihm den Bauch. Das hat er sich verdient. Notfallkit. Dieses Lebensretter füllt automatisch KP auf. Damit im Gepäck kann man sich ganz auf die Mission konzentrieren. Ah, jetzt kann ich sie craften. Okay, ich crafte mal so ein Ding. Nochmal so ein Ding. Jetzt habe ich 3. Und so ein Notfallkit. Jetzt habe ich da 2. Machen wir noch das. Dann würde ich erstmal sparen, würde ich sagen. Oh. Ja, lass mich dich bei dieser Gelegenheit über die Verwendung meines Meisterwerks unterrichten. Dem Aussendehorn. Eigentlich funktioniert es recht simpel. Drücke einfach X, um ins Horn zu stoßen und deine Pikmin auszusenden. Drücke X einmal, um die gewählte Pikmin-Art oder Otschin auszusenden. Mehrfaches Drücken sendet die gesamte Truppe aus. Wie du siehst, ist dieses Horn unerlässlich, wenn es um Transport oder Kampf geht. War es dann Dynamit sozusagen? Okay. Ah, das ist ein guter Moment, um dir zu erklären, wie du die Items verwendest. Tasche. Ah, okay, kann ich die Items auswählen. Öffne die Aktion, indem du Y drückst gedrückt hältst. Öffne mit Hilfe von dem linken Stick deine Tasche. Dort findest du all deine Items. Such dir einfach raus, was du gerade brauchst. Boah, jetzt nach 2 Stunden ist noch ein bisschen schwierig mit dem Sprechen. Und anzufangen zu sammeln tue ich auch noch. Ach du Scheiße. Okay, was machst du? Training. Das muss ich mir auch mal kurz angucken. Ah, da seid ihr. Einen neuen Planeten bewiesen zu erforschen ist immer gefährlich. Da sollte ich Otschin möglichst viele Fertigkeiten lernen. Ach so, bei ihr können wir Otschin verbessern. Wenn Otschin so richtig motiviert ist, gibt es nichts, was ihr zwei gemeinsam nicht schaffen könntet. Seid bereit? Dann jetzt beginnt das Training. Trainieren. So, kann man das Training ja losgehen. Das wird eine Zeit dauern und nicht leicht werden, aber ihr schafft das. Lass Otschin alle Fertigkeiten lernen. Das Wissen über Rettungshund-Training wird in der Schiffrat-Familie über Generationen hinweg weitergegeben. Du musst wissen, dass Otschin problemlos neue Fertigkeiten lernen kann und wenn er genug Motivation hat. Was er zuerst lernen sollte, hängt davon ab, wie ihr beide bei der Arbeit vorgehen möchtet. Setzt auf Kraft, um eure Transporte zu erleichtern, oder trainiert den Hubs, um Kreaturen effektiver zu bekämpfen.
Doch, besinnt euch gut auf das Dandruri, bevor ihr eine Entscheidung trefft, denn eine gute Strategie geht über alles. Okay. 3 Motivation hat er. Sprint. Hab's. Okay, macht mehr. Also, okay, so. Also, Kraft macht, dass er mehr Pikmin gleicht, also dass er mehr tragen kann. Hab's ist, dass er mehr Schaden macht. Und Sprint ist es, dass sein Sprint stärker ist oder so. Ja, sieht gut aus. Graben gelernt. Achso, dass er graben kann. Diese Fähigkeit ermöglicht es, Ottchen zu graben. Okay, das hat er schon. Heilen. Diese Fähigkeit verbessert Ottchens Selbstheilungskräfte. Er ist verletzt und ruht sich aus. Erholt sich schneller. Ah, er kann sich erholen. Okay, das ist gut. Auftrag. Diese Stufe kannst du deinem Partner rufen, ihn zur Basis schicken, sowie die Zielfunktion der Karte verwenden. Hä? Was soll mir das bringen? Wenn ich fragen darf? Also ich kann ihn zur Basis schicken und ihn dann wieder zum Zurückholen. Aber was mir das bringt, habe ich irgendwie nicht so ganz kapiert. Wir verbessern mal das, oder? Warte mal, warte mal. Wir brauchen mehr Kraft. Bam. Und. Also bis zu 3 kann man es verbessern, okay. Und einmal hab's. Dann ist gut. Yes. Das war's dann von der Motivation her. Du hast dich beim Training so richtig angestrengt. Braver Hund. Oh ja, bist du. Hier, sieh mal, was ich für dich habe. Oh, 2 Knochen hat sie uns geschenkt. Für jedes abgeschlossene Training erhältst du einen Knusperknochen. Gib ihn Ochin als Belohnung von mir. Ja, also dann, wenn das nötig hat, dann gebe ich ihn, falls er Heilung braucht, falls er Schaden bekommt. Aber sonst prinzipiell haben wir alles und können wieder zur Expedition weiterziehen. Hier ist es bereit. Wie kann starten, wie du immer so ein Signal zum Aufbruch gibst. Ich bin absolut bereit und gehypt. Neues Gebiet. Ah, okay, da sieht man es schon. Okay, ich würde mal sagen, die sonnige Anhöhen können wir komplett in der Demo erkunden. Aber dann ein neues Gebiet, dafür brauchen wir 1500, also da wird es dann wahrscheinlich enden. Das finde ich eine gute Lösung. Das gibt uns auch viel mehr Möglichkeiten, als wenn jetzt nach einem Tag einfach endet. Finde ich cool. Das erklärt aber auch die 2,8 Gigabyte, die Demo frisst, was ja schon fast die Hälfte des Spiels ist. Habe ich ja gesagt, irgendwie im eShop steht was mit zwischen 10 und 11 Gigabyte. Was schon krass ist. Also ich muss mir schon hart überlegen, ob ich es mir digital oder physisch hole. Ich hätte aber schon Bock, es mir physisch zu holen, weil ich ja so ein Nintendo Switch Game Sammler bin. Und daher werde ich es mir wahrscheinlich auch physisch holen, um erst recht um Speicher zu sparen, weil das ist schon krank. Gut, ist jetzt kein Zelda Tears of the Kingdom, was 16 Gigabyte einfach mal frisst, aber ist schon krass für Pikmin. Pikmin 1 und 2 haben ja jeweils 1 Gigabyte gefressen, wie ich gesehen habe. Bitte komm, bitte komm. Wie bereits besprochen, ist Ottchen gewachsen. Also hab ich beschlossen, mit ihm neue Sp heute Springen zu üben. Okay. Ottchen, sollte es noch leichter fallen, sich zu bewegen, sogar wenn du mit Pikmin auf ihm reitest. Okay, also können wir so umherspringen. Stell dich noch neben Ottchen und drücke Y, um aufzusteigen. Drück den Knopf erneut, um wieder abzusteigen. Damit sollten wir auch schwimmen können. Wenn du X drückst, springt Ottchen. Es sollte für ihn kein Problem sein, so auf kleinere Anhöhen hinaufzuschlagen zu gelangen. Wenn du nach einem Sprung X gedrückt hältst, sammelt Ottchen Kraft für einen Sprint. Alles das, was hier, das wir bei Olimar gesehen haben. Okay. Rammen wir etwas mit dem Sprint, um die Pikmin, die sich mit dem Hunderücken befinden, die sich auf dem Hunderücken befinden, darauf zu schleudern. Das Springen ermöglicht die Erkundung weiterer Areale, während Sprints dir im Kampf von großem Nutzen sein werden. Alright, dann würde ich sagen. Boah, wir haben schon verdammt viele rote Pikmin.
Machen wir wieder unsere typische Anzahl an Pikmin. Schmeißen wieder hier ein paar, um zu vermehren. Allerdings werden wir nicht so viele gebrauchen, weil wir haben ja schon einige gefahren. Deshalb würde ich es bevorziehen, gleich weiter zu erkunden. Aber solange hier noch alles in greifbarer Nähe ist, würde ich das hier noch zumindest noch mitnehmen. Können wir jetzt theoretisch auch da drüben hin? Weil wenn ich mich jetzt auf hier raufsteigen kann, dann kann ich doch auch leichter erkunden. Warte mal, kann ich auch hier rauf? Moment. Wir müssen erstmal gucken, was es jetzt ja alles möglich ist. So, lass mich mal runter. So. Hier ist eine Höhle. Da könnten wir gleich rein. Hier ist was zum Graben. Das sind quasi die eigentlich geplanten Höhlen aus Pikmin 3. Wurde dann zu dem Feature des Grabens. Und in Pikmin 4 gibt es sie, so wie es aussieht, auch. Und da gibt es diese Scherben. Oder Steine. Dieses Rohmaterial heißt es offiziell. Wenn sich da jetzt nichts irgendwie noch zusätzlich noch dran geändert hat. So, das Ding haben wir schon mal. Ich würde jetzt aber gerne erstmal die anderen Pikmin noch holen. Damit wir alle ins Höhlensystem gehen. Weil da habe ich jetzt Bock drauf. Komm mal, let's go. Und vielleicht haben wir da auch eigentlich auch mal mehr Sublevel oder halt Ebenen. Das finden wir jetzt gemeinsam heraus. Ja. Fabriklabyrinth. Der Boden bewegt sich. Verzweifelte versucht ich einen Weg zu finden, doch allein gelang es mir nicht. Ich frage mich, ob Moss mir in dieser schwierigen Situation behilflich sein könnte. Moss? Ist das der Hund von ihm, den er da meinte? Ich glaube, das ist der Hund. Also brauchen wir auf jeden Fall Ochin hier. Ja, Ebene 1. Aber halt auch nur eine Ebene, wie ich sehe. Weiß ja nicht. Nice. Fabriklabyrinth, Ebene 1. Ich freue mich. Okay. Oh nein, das ist gar nicht gut. Du wirst von Ochin getrennt. Warum denn das? Was ist das Protokoll für eine Situation wie diese? Pass auf, Loftendo. Du musst dich mit Ochin verständigen und einen Treffpunkt finden. Halte Y gedrückt, um die Aktion aufzurufen. Wechsle dann mit Hilfe von des Gedöns zu Ochin. Okay. Ah, hier. Also wie als ob ich einen Anführer wechsle. Warum ist einfach ein Skateboard, als ob? Oder sind gelbe Pikmin? Kann ich das jetzt hier Ochin als eigenen Anführer wählen und der kann die hier pflücken oder? Nee, kann er nicht. Nee, der kann nur bellen. Okay, süß. Das kann ich doch bestimmt jetzt zu meinem Vorteil nutzen, oder? Warte mal dann. Ja, es ist wie als wenn ich einen normalen Anführer wechsle. Das ist, als ob da sich einer schon gepackt hat. Ah, warte mal. Das war Scheiße. Muss wechseln. Boah, das ist echt gewöhnungsbedürftig, dieses Hin und Her. Aber das sollten wir eigentlich theoretisch hinkriegen. So, dann kannst du hier wieder wechseln. Dann kommen wir hier rüber. Oder warte mal, kann erst zu Ochin hoch. Hi. Dann kommen wir darüber. Dann können wir da eine. Ah, warte mal, wir holen erstmal die gelben Pikmin. Davon mal abgesehen. Nice. Gelbe Pikmin. Sie können auch geworfen werden und können Elektrizität überleben.
Das ist eine neue Art Pikmin. Ich werde gleich einmal in Olimas Logbuch nachsehen, ob er etwas über diese Art geschrieben hat. Gelbe Pikmin. Ich bloß die hellen Pikmin mit den Ohren fortsetzen, gelbe Pikmin zu nennen. Der Name gefällt mir deutlich besser als Ohren-Pikmin. Elektrizität macht ihnen nichts aus und wenn man sie wirft, fliegen sie sehr hoch. Außerdem können sie gut graben. Ich glaube, das war ein Feature in Pikmin 3, wenn mich nicht alles täuscht. Da konnten die gelben. Die ganzen Pikmin konnten zwar alle graben, aber die gelben konnten Resistenz gegen Pikmin nur. Jedenfalls können sie uns sehr nützlich sein. Aber sei vorsichtig, wenn du sie einsetzt. Wir haben bisher nur sehr wenige. Ja, ich würde mir Mühe geben. Ah, und durch A drücken. Das Aufsteigen. Achso. Sorry. Wie gesagt, ich muss mich halt noch dran gewöhnen. Also hier. Kann ich da weiter? Ich glaube, da geht's weiter. Aber ich will erstmal. Okay, da müssen wir. Was ist das hier? Kann ich das hier einschlagen? Nee, das kann ich nicht. Nein, warum seid ihr nicht da hoch? Die anderen haben es hinbekommen, aber irgendwie. Die anderen sind runtergefallen. Big Fail. Jetzt rennen sie mit dem Skateboard durch die Gegend. Sie spielen mit dem Ding. Irgendwas scheint den Weg zu blockieren. Hilft besser, das Hindernis zu beseitigen. Inwiefern soll ich das jetzt verstehen? Warte mal, kommst du da rüber? Ja, komm. Vielleicht kannst du rüber sprinten. Yes, okay. Sehr gut. Nee, nicht auf. Oh, ja, genau. Ihr seht, ich muss mich noch mit der Steuerung vertraut machen. Also ich muss dir jetzt hier helfen, dass sie da rüberkommen. Ah, nee, warte, die kommt, wir schaffen das. Jetzt muss ich wieder ändern. Boah. Aber ich finde es mega cool, wie man hier so rumtaktieren kann. Ich finde es sehr geil. Darum geht es jetzt erstmal nicht mehr. Ich würde jetzt erstmal vorziehen, da rüber zu kommen. Und das schaffen wir mit Ojin. Jetzt muss ich kurz erholen, okay. Jetzt. Oh, Fame. Ist das ein Puzzleteil? Okay. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier die jetzt hier wegschicken. Jetzt, warte mal, jetzt muss ich kurz hier hoch. Jetzt wieder umdrehen, genau. Damit die da zum Schiff kommen. Und weiter sollten wir alles gefunden haben. Mein Ziel ist natürlich wieder 100%, ist ja klar. Warte mal, wer ist nicht schlauer? Erstmal hier so und dann. Oh, bam! Und dann hier runter. Kommt ihr alle wieder zu mir. Dann wieder hier hoch. Und dann können wir theoretisch zur nächsten Ebene wahrscheinlich. Jetzt geht es aber wahrscheinlich hier weiter. Kann ich den jetzt eben sogar aufbrechen? Warte mal. Boah. Okay, also ich kann gegenrammen und dadurch ist es mir einfacher, die Mauer einzureißen. Das ist doch auch gut. Oh, jetzt darf ich wieder zurück. Darf ich jetzt echt wieder den ganzen Weg wieder zurück und die holen? Oder kommen die mit? Es war in Pikmin 2, glaube ich, so, dass es im Höhlensystem egal war, ob die irgendwo rumgammeln. Die kommen alle mit. Aber ich will jetzt mal hier jetzt mal kein Risiko eingehen und gehe jetzt mal kurz zurück und hole sie schnell. Ja, los. Ich weiß, da muss ich kurz erholen, aber... Ist ja alles noch Übung hier. Komm mit. Setz euch ruf.
Ich werde da ordentlich viel schneiden müssen, also darauf könnt ihr euch drauf einstellen. Erstmal werde ich jetzt in mehrere Parts aufteilen. Und zum anderen auch ein bisschen was rausschneiden, was so uninteressant ist. Was wieder ordentlich Arbeit für mich ist. Nice.